Und weiter geht's. Kann ich das auch benutzen, um das Ding kaputt zu machen? Ich würde sagen, nein. Haben wir Heilung? Ja, haben wir Heilung. Für 10 Dollar. Warum nicht? Auch keine Läuse von dir. Von dir auch nicht. Hast du schon alle Bestandteile des Lazarus-Vektors gesammelt? Wenn ja, dann such dir am besten eine Werkstatt und setz ihn zusammen. Und dann geh zurück in Langfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Das müsste den Nebel eigentlich wegpusten. Eigentlich? Was heißt denn hier eigentlich? Lazarus Vektor. Benötigt haben. Okay. Wir haben definitiv mehr, als wir eigentlich benötigen. So, was können wir denn jetzt eigentlich noch erforschen? Little Sisters bei der Nitro. Okay, die kann man ja relativ leicht unterscheiden. Gehen wir mal runter gucken, oder? Power to the people. Gönn ich mir. Okay, was machen wir als nächstes? Granatwerfer, ne? Oder der Chemowerfer. Schadensimmunität. Nee, wir machen jetzt mal den Schaden noch. Oh, das war ein Houdini? Echt? Täuschungsziel abgeschlossen. Okay, die Little Sister ist auch fertig. Cool. Das heißt, wir brauchen nur noch Spider und Nitro. Fleißer bisher. Ja, das werden wir nicht heute schaffen, Rex, aber wir kommen zurück. Ich glaube nicht, dass wir das heute schaffen.
Außerdem versuche ich ja auch gerade noch eine Little Sister mehr einzufangen, als ich eigentlich darf. Und das kann ich ja nur, wenn ich auch zwei spawne. Und dann muss ich ganz schnell den einen töten und danach den anderen, damit auch beide da bleiben. Das ist gar nicht so einfach. Hätte ich in dem Level davor auch schon haben können, aber ja. Da war ich ein bisschen zu voreilig gewesen. Deswegen konnte ich das da nicht mehr machen, obwohl es da, glaube ich, am besten gegangen wäre. Aber dadurch, dass ich ja nur Quicksave hier gerade im Moment, kann ich da auch dann nicht mehr auf einen etwas älteren Speicherstand zurückgreifen. Weil wir ja nur Quicksave und Quickload benutzen. Also entweder es klappt gleich auf Anhieb oder nicht. Aufladepause? Was meinst du denn damit? Meinst du da dein Handy damit oder was? Aufladepause. Was ist das denn? Wir haben uns von dir abgewandt. So, Kameras kann ich auch nicht mehr hacken. Es kommt dahin. Okay, wir haben hier auf jeden Fall eine Little Sister. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob hinten jetzt auch noch eine rumliegt. Also was heißt da eine rumliegt? Ich meine, ob da generell eine rumsteht. Oder nicht. Photographer Eyes. Jeder Forschungsfotograf will der Beste sein. Und mit Photographer Eyes sind sie das vielleicht auch bald. Sobald sie dieses unbezahlbare Gentonikum angewendet haben, haben sie auch den Durchblick. Aber da habe ich sogar schon Photographer 2. Hier rennen ist schon. Wärst du so freundlich, mit der Sache langsam fertig zu werden? Die Luft wird hier unten immer dünner. Oh, wie nice. Wärst du so freundlich, die Sache langsam mal fertig zu machen? Nice. Natürlich bin ich so freundlich. Genbank. Okay. Gamepad. Du spielst über Steam oder was? Über diese Steam Deck oder wie das heißt? Mehr diese Power to the People Dinger. Kann ich meine Waffen noch weiter verstärken?
Also, was war das jetzt? Was war das jetzt? So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus-Vektors. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt die Luft in dem Laden wieder. Wer oder was ballert denn hier? Was? So. Ja, du meinst den ganz normalen Controller, meinst du? Einmal Spiels bei 69%? Ui, das ist aber ordentlich gezockt dann, wa? Oder sich die nächste Little Sister? Jetzt ja, muss ich mal speichern und gucken, ob hier woanders noch eine ist. Okay, ich speichere mal. Die Hälfte jetzt raus. So eine Little Sister? Nee, ne? Ihr wisst doch, dass oft von 10 Frauen den Schwarzen bevorzugt. Warum? Die neuen Plasmide der Sports Groups Edition machen nichts. Kommt zu einer vollständigen Gratis-Probeanwendung ins Medical Pavilion. Du wirst den Unterschied zu schätzen wissen. Und wie erst. Geht aber auch nicht hier ran, ne? Um zu gucken, ob da jemand drin ist. Schade, schade, schade. Sehe ich da hinten hin? Ist doch voll weit weg, Mann. Gucken, ob deine rauskommt. Ich würde sie ja speichern mal nochmal. Und gucken, ob die andere noch da ist. Na, es kommt, zeig. Ist die andere noch da oder nicht? Okay, da kommt auch eine raus. Gucken wir mal schnell, ob die andere noch da ist. Wo muss ich denn da lang? Muss ich hier lang? Nee, hier muss ich nicht, ne? Dann hier den langen Gang. Ja, genau. Und dann weiter. Gucken, wenn die andere jetzt noch da ist, dann. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Versuche ich sie beide zu bekommen. Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde?
Der hat die gerade weggegeben, ne? Kann das sein? Ich probiere es nochmal. Die sind ja auch ziemlich weit auseinander. Das Little Sisters Heim. Schenken Sie Ihrer Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Also. Weißt du, was ich bräuchte? Diese Gentonikum, was mich schneller macht. Was ziehe ich denn da hin? Guck da gleich nochmal. Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Skurf? So, hier geradeaus. Hier runter und jetzt schon weggebracht. Schade. Ne? Gucken hier nochmal. Da kommt nämlich gerade wieder eine raus. Ich bräuchte diese Speed-Ding. Wenn ja. Hier diese Speed-Ding. Das war doch im Wasser, oder nicht? Jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Ah, hier ist es. Will mich nämlich ein bisschen schneller machen. Na, wie gesagt, ich muss halt probieren, dass wir beide bekommen. Das kriege ich halt nur, wenn ich schnell genug bin. Weil hier ist sie nämlich gerade raus. Das heißt, die andere wird wahrscheinlich gerade zurückgebracht. Sportboost, ne? Sie bewegen und schwingen den Schraubenschlüssel schneller. Nee, warte mal. Was nicht hier? Ist ja nur der Schraubenschlüssel. Nee, warte mal. Dann ist das vielleicht hier. Nee, leider auch nicht. Wo war denn das mit schneller bewegen? Hatte ich nicht so ein Speed-Ding gehabt? Ich probiere es nochmal. Wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann ist es auch okay. Aber ich probiere es noch einmal. Müssen wir jetzt schon wieder los? Okay, so. Dann merken wir uns nochmal den Weg. Zur Treppe hoch. Dann links. Ja, man muss natürlich den Weg auch kennen, ne? Also, damit man so ein bisschen direkte Wege gehen kann. Weil ich muss nämlich dann den
hinten töten und dann nochmal zurückkommen und dann den hier töten. Damit das klappt. Weil hier ruht er sich ja gerade erst raus. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Und der andere bringt sie gerade weg. Es sei denn, die haben es natürlich gefixt. Dann ist es schon längst weg. Ständig Gerüchte. Fontaine ist tot. Rapture lebt. Leute. Okay, der ist tot. Schnell. Falsche Seite, fuck. So, die ist tot. Was ist mit ihm hier? Der hat die wieder weggebracht, oder was? Okay, müssen wir anders machen. Dann bringen wir also den jetzt hier oben und dann gucken wir, ob er die oben hat. Immer mal andersrum. Ich hoffe, du hast schöne Liebe. Danke, Mr. B. Geht jetzt tot. Verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist tot. Rapture lebt. Ich befolge alle seine. Aus dem Weg! Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Riot Squad. Auf keinen Fall, Jim. Es ist zu gefährlich. Hast du nicht gehört? Atlas-Banditen sind überall. Haben wir gerade verpasst, wa? Ja, wir probieren es nochmal. Ich will unbedingt die zwei Sisters haben. Danke, Mr. B. Sonst immer geklappt, jetzt klappt es nicht mehr, oder was? Was ist denn los hier? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat. Aber er ist auch... Jetzt bist du hier unten, hört. Ja, die aber auch wegbringen dann, ne? Wenn ich nochmal, ey. Ja, normalerweise komme ich doch hier rein und dann... Vielleicht muss ich hier lang und dann hier durch, oder was? Ah, das kann natürlich sein, ja. Weil der bringt die nämlich dann dahin, wahrscheinlich. Der musste, der kriegt er denn den Befehl, so von wegen, ich muss sie jetzt wegbringen, irgendwie so, weißt du? Ich hoffe, du hast schöne Liebe. Danke, Mr. B. Ich bin so gut. Was
weiß halt nicht, ob die erst triggern, sobald ich den getötet habe. Oder ob die schon triggern, sobald ich ihn eingreife. Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Falls es jetzt nicht nochmal klappt, dann lassen wir das so. Schon wieder falsch abgebogen, das kann doch nicht wahr sein, ey. Das funktioniert nicht. Schade, schade, schade. Na gut, dann ist das halt so. Ja, okay, dann laufe ich jetzt aber nicht nochmal zurück. Dann töte ich ihn gleich so. Guck mal, wenn ich ihn jetzt am Leben lasse, ne? Geh noch mal ganz kurz hoch, nur um wirklich sicher zu gehen, ne? Geh noch mal ganz kurz hoch. Und zwar, wenn wir hochgehen. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Ich kann dir nicht leiden, Isabi! Ich kann dir nicht leiden! Geh weg, du! Das ist jetzt die Frage, ne? Kann ich den jetzt dahin locken? Die sind beide da, siehst du? Hast du gesehen? Wird er gerade erst weggebracht. Also es ist doch möglich. Jetzt waren beide gerade da. Na, Mike. Ich versuch gerade was. War wohl nicht weit genug weg. Thank you.
Greifen sie sich gerade gegenseitig an? Oh Mann, ey. Okay, ich weiß aber auf jeden Fall, dass das geht. Und deswegen werden wir jetzt versuchen, den nach oben zu locken. Schon. Die beide so ein bisschen nebeneinander bringen irgendwie. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Das Little Sisters Heim schenken sie ihren Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind klar. Mose. Kinder sind schließlich Raptures Zukunft. Was ist denn jetzt schon wieder los? Danke, Mr. B. Adam, Daddy. Daneben geballert. Die Schweine, die wird einfach gedespawnt. Das sind ja ein paar Schweine. Das sind ja ein paar Schweine. Die wird dann einfach gespawnt. Das ist ja fies. Oder hätte sie hier näher aneinander bringen sollen, sodass man das sieht, dass sie auf einmal dann abbaut oder so. Na gut, da haben wir jetzt genug probiert, würde ich sagen. Da
Okay, was sagt unser Ziel? Unser Ziel sagt da hinten Lazarus Vektor. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas verpasst haben, irgendwas übersehen haben. Aber ich glaube, ich habe so gut wie alles eingesammelt. Ich habe versucht, halt noch eine weitere Little Sister zu holen, hat aber leider nicht geklappt. Schade eigentlich, schade, schade, schade. Die andere, die schon zurückverwandelt wurde, war. Ich dachte gerade, hier rennt noch irgendjemand rum. Kassette? Ja. Zeit für die Heilchen. Junges Fräulein, so nicht. Muss wieder komplett zurück, oder was? Mal gucken. Ah, schade, ne? Das wäre so cool gewesen, hätten wir jetzt da zwei Little Sister holen können. Ach, Mann, 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 das wäre so cool gewesen. Aber das Spiel sagt nein. Hat sofort die andere gedespawnt, ey. Früher ging es noch, aber ich kann mich daran erinnern, dass es damals ging. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr haben. Und dann wirst du einfach kämpfen scheint nicht die Option zu sein. Dann hauen wir erstmal ab. Mal kurz. Okay. Nach oben bitte. Da lang, genau, da lang. Hopp, hopp. Hoch, hoch und nach links. Drei Verbandskisten habe ich geholt. Hier ist immer noch der Platz, ne? Aber das ist hier der Level, ja. Wo wir theoretisch. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich hier in diesem Level auch schon mal drei Little Sisters hatte. Unsere Blumen sind eine Wonne.
Elektroboy 2. Verringert alle physischen Schäden. Hol ich mir mal. So, Körperpanzerung ist nützlich in allen gefährlichen Lebenslagen und bietet einen fantastischen Schutz gegen Beulen und Quetschungen. Seien Sie kein Softie. Besorgen Sie sich unseren Körperschutz noch heute. Nee, das Adam spare ich mir erstmal. Big Boy. Also genug laufen wir davon rum, wa? Nein. Tust du nicht. Nochmal zwischenspeichern. $51 sind da drin. Ne? So, Lazarus Vektor. Hier sind auch noch $48 drin. Meine Güte. Überall Kohle rum, ne? Da nochmal 30, da nochmal 17. Aber ich darf ja nur 500 tragen. So, Luftbefeuchter, Vektor einführen. Machen wir. Versiegen wir das mal. Der scheint ja gerade alles kaputt machen zu wollen. Wie hat die sich denn hier eigentlich gerade reingeschweißt? Bin doch schon dabei. Ich habe dir ein kleines Notfallpaket mit der Rohrpost geschickt. Ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. $90. Gut, das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Ionisches Gel ist auch geil. Kommen aber sehr schnell durch, oder? Mit dem Schweißgerät. Oh großer Gott, da kommen sie! Alter.
Jetzt mach es nicht mal schlimmer, als es ist. Wir haben ja alle noch mehr Kohle. Kann ja so schon nichts ausgeben. Und kommt was? Kommt was? Ja, kommt was? Ich bin der Boss, du Wichser! Ich bin nur so frisch hier. Zeig dir mal, wer der Boss ist. Schimmerglas. Der ist ganz schön ungeduldig, der Atlas. Dafür, dass er hier nichts macht. Schon, ja, nice. Wie oft willst du eigentlich noch an diesen Dingern da gucken? Da kommt keine Liste daraus. Keine Geduld, ne, der Typ. War hier die ganze Arbeit und er sorgt sich nur darum, ob der Vektor endlich funktioniert, ey. Mal einsammeln. Immer schön alles mitnehmen. Alter. Was hat der denn da alles? Der ist ja richtig krass. Der hatte ordentlich Zeug bei. Moni Moni. Oh.
So, was wollen die jetzt von mir? Luft befeuchten. Na, wenn muss. Gut gemacht, Kumpel. Atme tief durch und genieß es. Und dann lauf rüber nach Rolling Hills und mach die Taubkugel klar. Nächste Station ist bei Ryan zu Hause. Es ist Zeit für unsere Rache. Sind wir schon so weit im Spiel, ja? Jetzt schon zu Ryan kommen? Ja, da liegen 1000 Kassetten rum, ey. Schade, dass er nicht nochmal irgendwie... Portemonnaie ist bereits voll. Trotzdem noch was mitnehmen, wenn ich will. Wo sind die Verkaufsautomaten? Dann hole ich mir noch mal ein bisschen Money. Wenn wir hier draußen noch so viel Kohle rumliegen, kann ich mir auf jeden Fall leisten. Leichen, Leichen, Leichen. Wieder voll mit der Kohle, siehst du? Nächster Level, oder wie? Setzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Arcadia, Neptun's Bounty, Port Frolic, Olympic Heights. Freund Prometheus. Aber es ist doch nur eine Seite von... Okay, aus dem Barrett's Verko, okay. Ja gut, ist ja auch wirklich nur... Oh, ein Geschenk. Die große Kette. Ich glaube an keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, will dir entweder in die Tasche greifen... Oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Cones Galerie. Müssen wir auch noch gegen diesen komischen Künstler kämpfen?
Okay, also wir könnten jederzeit zurück zum Medical Pavilion, Neptuns Bounty. Das finde ich irgendwie cool, dass du jederzeit theoretisch wieder zurückreisen könntest, falls du irgendwo was vergessen hast, ne? Aber haben wir irgendwo was vergessen? Ich glaube, ne. Also nicht, dass ich wüsste. So, Fort Frolic. Das ist das jetzt mit dem Künstler, war? Mit Fitzpatrick oder wie der heißt? Mal kurz speichern. So, was fehlt mir jetzt noch? Nitro und Spider Bleiser. Houdini sind wir fertig. Logisch sind wir fertig. Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist davon. Sicher, dass die davon ist. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, er ist wirklich ein totaler Psychopath. Brauchen wir gerade Mucke bei ihm im Hintergrund? Als wenn er gerade neben ihm stand. Epstein the Swarmy Fortunes. Na, wollen wir den Wahrsager mal benutzen? Kostet nur $1, Leute. Wollen wir mal gucken, was er uns zu sagen hat? Der Wahrsager. So, erstmal hier, dann gehen wir da hoch. Dann gehen wir hier wieder runter und dann darüber. Jo, sagt er. Machen wir sofort. Die Genbank, das ist zum Bauen. Ja, eine Vita Chamber. Okay, Wahrsager.